Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Heute schminke ich einen Look mit der Malibu Barbie Pressed Powder Palette von Colourpop. Das ist einmal der Umkarton. Der ist schon mal sehr schön gestaltet, auch innen. Und hier haben wir einmal die Palette. Die sieht genauso aus. Von hinten auch nochmal die Farbnamen. Und so sehen dann die wunderschönen Farben aus. Das sind 15 Farben und wir entfernen einmal die Schutzfolie vom Spiegel. Und fangen an, einen Look zu schminken. Ich weiß noch nicht genau, was ich schminken möchte. Ich glaube, ich mache einen etwas wärmeren Look. Nehme dafür von BH Cosmetics so einen fluffigen Blenderpinsel. Und gehe in die Farbe West Coast. Das ist ein Gelb. Und trage mir das vorne auf, im inneren Bereich des Augenlids. Schönes, sonniges, warmes Gelb. Dann gehe ich in die Farbe Let's Go Party, das ist so ein Orangeton. Die Farben haben relativ viel Kickback, aber kein Fallout bis jetzt. Gefällt mir sehr gut. Lassen sich auch schön ineinander blenden. Ich gehe mit dem Gelb noch mal ein bisschen über das Orange rüber. Dann gehe ich mit meinem mit meinem fluffigen Pinsel noch mal so ein bisschen hier in den Augenbrauenbogen, unteren Augenbrauenbogen, um das ein bisschen abzuschwächen. Sehr gut. Dann, was nehme ich denn jetzt? Ich glaube, ich gehe in das Blau, Surf's Up. Das ist ein schimmriger Blauton. Dazu nehme ich mir so einen Concealer-Pinsel von Essence. Und presse den aufs Augenlid drauf.
Sehr schön. Eine sehr schöne Farbe. Gefällt mir super gut. Dann gehe ich mit einem schmal gebundenen Catrice Pinsel in die Farbe Shine On, das ist so ein Gold, und pack mir das in den Innenwinkel. Der ist recht locker gepresst. Und das wäre ein Barbie-Look ohne Pink. Ich gehe in Follow the Sun. Das ist der Pinkton, der Glitzer-Pinkton. Und setz mir das unters Auge. Das gefällt mir sehr gut. Ein schöner Look. Mit schönen Farben. Gefällt mir richtig, richtig gut. Musste erstmal einen Platz finden für das Schätzchen. Dann einen Eyeliner. Wo sind meine Eyeliner? Mal was anderes als schwarz. Ich nehme mal diesen hier von P2. Professional Eyeliner Pen, super long wear. Und verdunkel mir damit den Lidkranz. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich glaube, der staint das Auge so ein bisschen, aber das macht nichts. Fallout einmal wegwischen. Und dann nehme ich die Art Deco All-in-One Mascara. Morgen fahren wir vielleicht grillen zu Freunden. Mal schauen. Ich hoffe, das Wetter spielt mit, aber ich denke schon. Das Wetter hat sich ein bisschen eingependelt. Es ist nicht mehr so ultra heiß. Aber es ist ganz schön. Leichte Bewölkung bei ungefähr 20 Grad.
Das ist schon in Ordnung für unsere Küstenverhältnisse. Ein bisschen Blush, nämlich von MAC das Cruella Blush. Das finde ich sehr schön. Das gibt noch mal so einen schönen Goldschimmer. Und passt ganz gut zum Augenlook. Eine Runde Fixing Spray. Und das ist mein fertiger Look zur ColourPop Malibu Barbie Palette. Gefällt mir sehr gut. Schön sommerlich, frisch. Wie ein Tag am Meer. Ich trage mir noch ein bisschen Juiced Lip Balm auf. Und das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal auch wiedersehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Bis dann. Tschüss.